normal einfach. Das Gute ist halt, oder ich weiß nicht, ob die unten try hat, ich glaube nicht, nee. Einfach die 8 wird halt einfach zusammengespielt. Jeder weiß eigentlich, was er machen kann, was er nicht machen darf. Das enjoy ich ziemlich, ziemlich krass hier. Was ist eigentlich deine Arbeit? Was schätzt du denn mal? Keiner Spoiler im Chat. Meine Mods sind angewiesen, kurze Timeout zu geben, wer spoilert. Schätzt mal. Schätzt mal. Wer es nicht weiß. Oh, jetzt habe ich los. Ach, mein Motor. Mein Motor. Jetzt muss ich mich leer schießen. Ich bin tot. Ach, lost. Mein Motor war kaputt. Das ist mir auch noch nie passiert. Müllmann? Okay. Müllmann? Was hat er noch? Friseur? Türsteher? Okay. Maler? Designer? Techniker? Dönermann? Auch gut. Informatiker. Ja, komm. Bevor wir die Leute jetzt hier rausbauen aus dem Chat. Ich mache eine Ausbildung. Ich bin im ersten Layer. Komm am 1.8. ins zweite. 50 Euro mehr. Das lohnt sich, Kappa. Komm ins zweite Layer und mache eine Ausbildung als Fachinformatiker für Systemintegration in einem Krankenhaus. In einem Klinikum. Sag ich doch, Designer. Nein, was heißt Designer? Jungs, also da gibt es große Unterschiede. Wer sagt, Internet ist Internet, ist ja so, wenn man sagt, ich gehe jetzt zum Hautarzt und habe ein Problem mit Neuro, also mit Gehirn oder Nervenzellen oder so. Ah ja, wahrscheinlich schreibt jetzt Marvin, Digga. Wahrscheinlich hattest du noch Bälle unter den Mäusen, diese Tracking-Bälle. Wahrscheinlich hattest du noch, wobei damals in der Grundschule hatte ich die actually auch noch, muss ich sagen. Da hatte ich auch noch Bälle, Sensoren nennt man das hier. Die waren bei uns alle verklebt und alles. Gesamtschule, ich bin übrigens auf eine Gesamtschule gegangen, ja Mann. Aber die beste Zeit in der Schule war ohne Scheiß bis jetzt das letzte Halbjahr vor dem Abi. Junge, ich war noch nie so oft in meinem Leben zu Hause und hab gechillt. Mutti war stolz, Sohn macht Abitur. Ich hatte eine 5 bis 10 Stunden Woche. Nur gechillt, nur gegammelt, auf ganz entspannt. Die Tage vor, ich habe 2 Wochen vor meinem Abi angefangen zu lernen. Jetzt dürft ihr mal schätzen. Aber Jungs, rollt nicht. Schätzt mal wirklich Real Talk, was ich für einen Abischnitt hatte. Ihr müsst bedenken, ich wusste, dass ich eine Ausbildung habe und wusste, dass ich kein wie heißt das mit dem Dings? IEC oder wie heißt das nochmal? NC, Numerus Clausus oder so. NC. Okay, 2,5, 2,7. Actually, der erste mit 2,7 war schon richtig knapp dran. 2,6 hatte ich gehabt. 2,6. Informatiklehrer der hat mir 3 Punkte gegeben. Mach eine Ausbildung im Informatikbereich, gibt mir 3 Punkte. Okay, ich erzähle euch noch eine Story, dann geht's vorstoßlos. Meine Mutter, Freund von meiner Mutter, ich. Am Tag, wo die Zeugnisse feierlich übergeben wurden vom Abi. Mutti, ganz stolz. Ganz stolz sitze da, lauscht der Rede von der Schulleitung, ich vorne mit den Kollegen, bisschen getuschelt, denn und hier auf einmal legt sie vorne los. Okay, also erzählst du so, ja, also es wurde ja schon, ging ja ganz heftig zu bei uns im Jahrgang und da hat sie ein paar Beispiele genommen und dann sagt sie dann so, ja, es ging ja sogar so weit, dass ein Schüler 1,5 Stunden nach Beginn der Abschlussfahrt die letzte Verwarnung bekommen hat und fast heimgeschickt worden wäre. Alle lachen, alle gucken auf mich. Alle wissen Bescheid, ich gucke zu Mutti, Mutti lacht, Mutti freut sich, weiß nicht, dass ich es bin. Weiß nicht, dass ich es bin. Ich so, Mutti, gewunken, alle gelacht. Alle meine Kollegen, Kameraden, alle gelacht. Wussten genau, wer es gemeint ist. Zweiter Punkt. Kam dreimal in dieser Drecksrede vor. Zweiter Punkt. Sie sagte, es gab sogar es gab sogar Schüler. Da ging die Liebe zum Lehrer sogar so weit, dass sie dem Lehrer ein Freundschaftsarmbändchen geschenkt haben. Und die lacht. Alle gucken auf mich. Lachen. Unangenehm. Okay, warum habe ich meinem Lehrer ein Freundschaftsarmbändchen geschenkt? Der Lehrer und ich haben uns absolut abgrundtief gehasst. Er war der letzte. So. Und ich, natürlich Provokateurmeister 2.0. Was mache ich? In Amsterdam waren wir. Wir sind durchgelaufen. Bisschen was gesippt. Paar Bierchen. Und auf einmal, ich sag, hab vor die Tage davor gesagt, irgendwas kaufe ich dem Lehrer und schenke dem das. Einfach nur, um den zu triggern und zu ärgern. Ich laufe durch Amsterdam mit Kollegen, wir schön Schöppchen geballert. Auf einmal sehe ich am Boden, ja, ich weiß nicht, wer das war, sitzt jemand am Boden und knöpft so Freundschaftsarmbänder. Ich zu der Hingang, hey, how much is the price, so vom Ding her. Und meinte so, it's fine, give me what you want to give. Und dann habe ich für jedes Armbändchen so 1 Euro bezahlt. Heute wollen wir marschieren. Und da habe ich mir 2 Armbändchen von ihr gekauft. 1 habe ich selber angezogen. Und dann bin ich zu meinem Lieblingslehrer hingestiftet und meinte so, ey, wir verstehen uns doch so gut. Und vor allen Dingen jetzt auf der Fahrt jetzt ganz besonders gut. Ich habe was für sie mitgebracht. Digga,
der hat geguckt, als wäre es Weihnachten. Als würde die Frau dem den Heiratsantrag machen. So hat er geguckt. Hat sich, ohne Scheiß, Jungs, er hat sich so gefreut. Er hat sich so darüber gefreut, dass ich die das Freundschaftsarmbändchen mitgebracht hat. Nicht mehr normal. Also, zurück zur Story. Wir haben uns dann actually noch ganz gut verstanden. Wir haben noch ein paar Bierchen neben. Ich habe mit meinem Lehrer schön geraucht, also normal geraucht. Und ein paar Bierchen gesippt, so ganz entspannt. Vom Ding her, also war ganz lustig. Ganz entspannte Sache. Und ja, dreimal erwähnt. Und dann wurde noch erwähnt, ja, es gab sogar Schüler bei uns. Wir hatten ganz außergewöhnliche, viele Charaktere und ganz außergewöhnliche Personen bei uns im Jahrgang. Es gab sogar welche, die um die Welt geflogen sind für Weltmeisterschaften. Huch. Das war auf jeden Fall eine entspannte Nummer. Dann war es so, immer wenn ich irgendwo hingeflogen bin, nach Polen, nach Katowice, nach London, nach England, nach Moskau, egal wohin, da war es halt so, ich musste mir immer von der Schule so ein Schreiben geben lassen. Ja? Und mittlerweile, ich bin 3, 4, 5 Mal zur Sekretärin immer gegangen und sag, jo, pass auf, hi, grüß dich, alles gut. Irgendwann hat sie dann mal gefragt, Mensch, willst du denn schon wieder hin? Für was brauchst du denn als schulfrei, fragt die eine Sekretärin. Habe ich dir das alles erzählt, was ich mache? Und sie so übel begeistert, ach krass, das muss ich meinem Sohn alles erzählen, der zockt auch Minecraft und der will auch mit auf die Gamescom. Und da haben wir uns erstmal eine Viertelstunde drüber unterhalten, mitten während Unterricht lief, total entspannt. Ja, und die haben wussten schon genau, wenn ich komme, ach hier, servus, wo geht's diesmal hin, viel, viel Glück, toi, toi, toi. Und ich habe immer alles angemeldet. Also ich war immer ehrlich, ich habe sogar die Abi-Vorbereitungsklausur sausen lassen, weil ich in, wo war ich da, Katowice oder so? Oder war ich, nee, war ich da, Gamescom? Nee, ich glaube, ich war auf der Gamescom da. Habe ich sogar die Abi-Vorbereitungsklausur in Englisch sausen lassen. Also, das habe ich zwar, ich habe immer alles angemeldet, alles mit den Lehrern abgeklärt, besprochen, mit der Schulleitung, immer offiziell von Schulleitung, Stempel, alles drum und dran. Und ja, das war absolut geil. War mit allen gut und nach der Schule vor allen Dingen auch mit vielen Lehrern. Per Du, mit ein, zwei Lehrern schreibe ich halt heute noch, weil die ja mega korrekt sind so. Hab lange gebraucht, also heißt lange gebraucht, schon ein bisschen länger gebraucht für Führerschein, hab's aber alles. Theorie, 0 Fehlerpunkte und Praxis habe ich beim ersten Mal auch bestanden, ja. Also genau, bei meiner praktischen war es nämlich so, ich habe sie auch beim ersten Mal bestanden, aber ich habe 12 Schulterblicks nicht gemacht. Und kurze Story noch dazu, eher so, also ich musste erst seitwärts einparken, habe mir schon übelst einen abgekaspert, also wirklich fett einen abgekaspert. Das Ding, Auto wollte einfach nicht in die Drecksparklücke rein. Gut, nach 10 Minuten hatte ich es auch irgendwann geschafft. Gut, Fahrlehrer hat schon geheult gefühlt, hat schon gesagt, Prüfung ist gefühlt vorbei, aber weitergefahren. So, wir fahren auf den Aldi-Parkplatz drauf. Und sagt der Typ, passen Sie auf, da vorne rechts parken Sie bitte ein. Was mache ich? Mit der Karre schön vorwärts in die Parklücke reingeschrubbt. Sag, guck bisschen links, guck rechts in den Spiegel. Sag, ja, steh drin. Der nimmt seinen Stift, ungelogen, nimmt seinen Stift, packt ihn zurück ins Mäppchen, klatscht die Mappe zu, guckt mich an, sagt zu mir, Herr Goller, wollen Sie mich jetzt gerade eigentlich verarschen? Ich so, guck ihn an, denk, Bro, was habe ich gemacht? Was habe ich getan? Nein, habe ich gesagt, was ist los? Ja, sie sollten da rückwärts reinfahren. Also. Bup, bup, Rückwärtsgang reingebummt. Rausgefahren. Zurückgefahren. Hab mich da rückwärts reingesetzt. Und ich sagte euch ehrlich, Jungs. Heute kann ich mega geil rückwärts einparken. War auch kein Problem. Aber sonst Autofahren, denke ich, kann ich schon ganz gut. Fahr mal noch ein paar Jahre und dann kannst du sagen, du fährst gut. Ja, Diddy Kong, klar. Ja. Ist immer relativ, Bro. Ist immer relativ. Aber ich sehe manche Leute, manche Frauen, also no hate gegen Frauen. Aber kann ich euch auch noch kurz Story? Es gibt, also wie gesagt, bitte da nicht falsch verstehen oder so. Sonst know what I mean. Ich meine, man kann es eh nur falsch sagen. Aber ich bin letztens vom Klinikum heimgelaufen, also zum Auto gelaufen so. Da war eine Frau, sagt zu mir, ey, gehört Ihnen das Auto? Und ich so, nee, ich laufe hier nur durch. Ja, Mensch, das kann jetzt sein, ich komme hier nicht durch. Und kann er nicht durchkommen? Ich so, guck mir die Lücke an, guck ihren Sprinterbus an, sagt, da passen sie doch locker durch. Nee, alleine schaffe ich das nicht. Sag ich, gut, machen sie die Musik ein bisschen leiser, ich leite sie an. Aber ich habe gesagt, ich übernehme keine Haftung. Ja, ja, das sind mir immer die richtigen, sag ich, gut, sie müssen nur drauf hören, weil ich sag, wir kommen da locker durch. Also, hab ich die angewiesen. Komm, sag ich, komm, Bus, komm, darüber, mehr rüber. Oh, und dann habe ich geschrien, gerade. Und die hat den Lenker einmal zu viel rumgedreht gehabt und war dann nicht gerade, sondern immer noch nach links eingeschrannt. Ich brülle gerade. Und sie immer nach links gefahren. Ich so, stopp, bin zu dahin, hab's ins Lenkrad gepackt, hab gerade gedreht und sag, so,
Das ist gerade. Und jetzt fahren Sie wirklich bitte genau so, wie ich es Ihnen sage. Sonst fahren wir jetzt gleich links und rechts neben ein Auto dran. Okay? Also, ich sag dir ganz ehrlich, ich hätte es wahrscheinlich auch alleine geschafft. Naja gut, ich habe mir so ein bisschen eingewiesen, habe mir das easy geholt. 12 Schulterblicks nicht gemacht.